Und herzlich willkommen zum zweiten Part von Portal. Im letzten Part haben wir hier schon 8 Testkammern bestanden und wir haben herausgefunden, dass wir einmal eine Frau sind, dass dann auch eine Frau zu uns spricht, dass wir Testkammern durchführen müssen. Aber zu welchem Zweck die dienen, das haben wir noch nicht herausgefunden. Aber eins wissen wir aber auch schon, diese Anstalt heißt hier Aperture Science. Und jetzt wollen wir auch noch weiteres herausfinden, wer wir überhaupt sind, was wir hier machen, was diese Anstalt hier überhaupt ist, was zu diesen Tests hier dienen. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir machen weitere Testkammern, aber soll ich euch ehrlich sagen, so langsam will ich aber keine Testkammern mehr durchstehen. Aber ich denke mal, da muss ich doch durch. Na gut, dann geht es jetzt hier weiter. Aperture Laboratories. So, es geht jetzt zur nächsten Testkammer. Ein bisschen ruckelig eben gerade gewesen. Na gut. Ja, Ladedaten. Ein bisschen dunkler hier. Geheimnis. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Ach doch, probieren geht über studieren. Und unmöglich. Nichts ist unmöglich. So, und zwar, wir müssen diesen Ding da durchkriegen. Und das Problem ist, diese Felder da zerstören diesen Würfel. Also wir kommen mit denen da nicht durch. Egal, was wir hier machen. Das ob wir mit springen. Entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Ja, das glaube ich. Aber es gibt ja einen Trick, da ist ein Portal. Und wenn ich dann da ein Portal hinmache, oder nein, Moment, erstmal hier ein Portal. Da den Würfel hier drauf stelle. Und das Enrichment Center bittet erneut vielmals um Verzeihung, dass diese Testumgebung einfach unlösbar ist. Das ist schön. Und dann hier durch. Und dann geht es hier jetzt durch. Und ha. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Für mich ist nichts unmöglich. Ja. Hallöchen, Fahrstuhl. Kommt sie auch noch gerade so rechtzeitig. Und seid ihr auch so gehypt auf das Spiel? Auf jeden Fall, ich habe gerade eben auch den ersten Part aufgenommen. Also ich habe jetzt diese 2 Parts am Stück aufgenommen, weil ich mich schon so sehr darauf freue. Und ja, Ladedaten. Ladedaten. Dankeschön. So, bisher sind wir auch noch nicht gestorben. Das soll ja auch so bleiben. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung der Konfliktvoll Impulses. Was? Okay. So, ich gehe erstmal da hoch. Dankeschön. Testkammer 10 von 19. Also noch 19 Kammern gibt es nur. Das kann ich irgendwie nicht glauben. Das kann ich irgendwie nicht glauben. Aber wenn es so ist. Und jetzt ist ja Physik gefragt. Da oben ist das orange Portal. Und da unten können wir hinschießen. Und ihr wisst ja, je mehr Beschleunigung, desto weiter kommen wir. Und wenn wir einfach hier jetzt ein Portal drauf setzen, was gar nicht möglich ist, würden wir nicht weit kommen. Und daher müssen wir das Portal da unten hinsetzen, das treffen und dann geht es hier rüber. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie... Ja, und das müssen wir halt jetzt hier durchstehen. Da... Moment. Ah, da ist dann... Ah, wir müssen, denke ich mal, ganz da oben. Also das ist jetzt meine Vermutung. Und dann mal schauen, ob es hinhaut. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Genau. Masse mal Geschwindigkeit. Und wieder. Aber wir hatten schon seit langem keine Kamera mehr. Weil ihr müsst wissen, ich mag keine Kameras. Also nicht hier im Spiel Portal. Darum zerstöre ich die gerne. Aber bisher war noch keine Kamera. Boah. Aperture Laboratories. Also das war wieder eine einfache Testkammer. Aber bleibt es jetzt auch so einfach?
Mal schauen. Ladedaten. Aber ich will so langsam nicht mehr die Tests durchführen. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. Na klar. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Ja, ja. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Dankeschön. Ja, wir haben ja auch im letzten Part erfahren, der guten Frau darf man niemals trauen, weil sie liegt immer. Also, sie hat da mal gelogen. Also, ob sie dann auch immer lügt, keine Ahnung. Also, ich denke mal, also, ich glaube mal, jetzt sagt sie die Wahrheit, dass der Boden tödlich ist. Okay, wie kommen wir hier raus? Ich denke mal, durch das Portal. Nochmal eine Kanone. Wie kommen wir da jetzt durch? Einfach, wenn wir hier ein Portal hinsetzen? Ja! Ein Knopf. Ich liebe Knöpfe. Ich denke mal, da sollte ich... Nee, Moment. Moment. Das war irgendwie jetzt ein Fail. Hä? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Okay, da komme ich gar nicht durch. Und was muss ich hier machen? Aber nur was? Ich versteh's. Achso, doch. Ich kapier's. Da muss erstmal so eine Kugel zu mir kommen. Und dann gehe ich da durch. So ist das also gesagt. Und da, dieses Tor haben wir durch den Scheiter eben geöffnet. Okay. Ist da unten noch was Tolles? Nein. Ich mach mal da eine Kugel hin. Weil ich Bock habe. Und ja, was passiert da? Da muss dann eine Kugel dahin. Nur, wie wird das angestellt? So. Na komm schon, eine Kugel. Natürlich kommt da jetzt keine Kugel. Dann mache ich erstmal das Portal dahin. Und wenn die richtige Kugel dann da ist, Also da ist jetzt ein Portal, aber das ist gleich wieder weg. Glück gehabt. Yay! Jetzt muss ich irgendwie nur dahin kommen. Guck. Ja. Hol ich mal da ein Portal hin. Komme ich schon mal da lang. Das ist schön. So, jetzt ganz schnell hier durch. Das war knapp. Und dann auch zur zweiten Kanone. Kriegen wir jetzt eine zweite Kanone. Cool. Yay. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Yay. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Okay, schön. Und das öffnet da. Dann mache ich da mal ein Portal rein und gehe hier wieder durch. Mache dann da ein Portal hin, weil wir können jetzt beide Farben vom Portal erstellen, was super ist, was toll ist. Und dadurch eröffnen sich schon viele, viele weitere Möglichkeiten. Aber das Sinntest kann man dort, dass man wirklich beide Portalformen kriegt. Schon erstaunlich. Dann geht es jetzt hier weiter. Auf zur Testkammer. Schon wieder so ein Ruckler. Ich mag diese Ruckler im Fahrstuhl nicht. Hey. Farmspiel. Juhu. So, weiter geht's. Testkammer 12. Achso, das war eben Testkammer 11. Ich dachte, das wäre 10 gewesen. Bereit. Das ist halt. Machen zum Rausschleudern. Mit hinaus in den Raum. Okay, das war ein Fail. Ich hätte vorher ein Portal machen müssen. Und ich denke mal, erstmal hier ein Portal hin und dann da unten ein Portal hin. Genauso. Und dann dasselbe hier nochmal.
Oh, oh, das war... Geronimo! Yay! Hallo, Scheiter! Was macht der Scheiter? Ah, macht das. Ah, da oben ist dann eine Würfel. Da oben, ein Portal! Hinsetzen! Moment. So! Und auch die Farbe da oben merken, nicht, dass ich dann die Farbe, falsche Farbe dann wähle. Aber Moment mal. Und was stimmt hier jetzt? Ich glaube, ich muss nochmal hier runter und dann von hier aus wieder da reinspringen. Richtig? Richtig! Und jetzt wieder nach drüben. Ah, toll. Wie mache ich das? Am besten da ein Portal hin und... Hey, so. Und... Blaues... Ja, dann hier mal runtergehen und nochmal runtergehen. Und hier ein blaues Portal setzen. Wäre jetzt fair gewesen, hätte ich das falsche Portal gewählt, aber war das richtige. So. Dann dasselbe nochmal. Denkt dran, blau wählen. So. Yeah! Gibt paar kleine Störungen, liebe Frau. Okay. Nicht gegen die Wand laufen. Mein Gott, ey. Diese Frau hier, also unsere Frau, sag ich mal, nicht so fähig, ging durch eine Tür zu rennen oder so. Wir müssen ja bedenken, wir sind eine Frau. Ob ich mich dabei wohlfühle, ist eine andere Sache. Naja, Frau zu sein ist eigentlich auch mal nicht schlecht, also ja. Und ja, ja, ja. Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Das ist schön. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Okay, wird erledigt. Der Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Dankeschön. Das sind doch gute Aussichten. Ich hole erstmal hier diesen Würfel. Und setze ihn dahin. Ah, so, bleib da stehen. Hallo, ich hab dich vermisst, Kamera. Wo warst denn die ganze Zeit? Wichtiger Testapparat zerstört. Immer wieder gerne. Und da oben noch einziehen. So. Die Kamera nehme ich jetzt mal mit. Ist hier irgendwo Gift, wo ich die Kamera zerstören kann? Leider nein. Okay, dann tue ich die erstmal da irgendwo hin. Ist hier irgendwo noch eine Kamera? Nein. Okay, das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Doch, da ist noch eine Kamera. Immer wieder gerne. So, da ist wieder diese eine Kugel. Und die muss, so wie es aussieht, hier rein. Hat sie gesagt, das soll lange dauern? Irgendwie habe ich nicht das Gefühl. So, das erste wäre hier schon mal fertig. Das müssen wir beim zweiten machen. Ach, da ist ein Knopf. Wo ist ein Kubus? Stimmt. Ne, Moment. Doch. Orange habe ich hier gesetzt. Das muss man sich merken. Dann muss ich hier blau setzen. So. Achso, da ist auch so ein Ding. Na gut, dann sind halt jetzt hier Zweier. So, du gehst erstmal da runter. Perfekt. Aber das war's noch nicht. Ist da oben auch noch eins? Ja, da ist auch noch ein Ding. Dann habe ich doch da oben noch ein Ding. Ein Würfel. Los, geh rüber. Und. So. Hallöchen. Auch schon da. Sehr, sehr schön. Das war ein bisschen... das ist ein bisschen falsch platziert. So. Hoffe ich. Denke ich. Vermutlich. Ich komme mal mit rüber. So. Die Tür ist eröffnet. Da kann ich drinnen jetzt ein Portal verschießen. Und die zwei Kameras nehme ich natürlich mit. Die will ich ja zerstören. Ich mag keine Kameras in Portal. Siehst du, da ist noch einer. Da ist noch eine Kamera. Drei Kameras haben wir dann schon zum Zerstören. Das ist schön. Schön. Sehr, sehr schön. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man sie vermissen. Das ist jetzt auch eine Lüge.
So, erstmal die Kameras zerstören und dann geht es hier auch schon weiter. Und sie hat gesagt, der Test kann sehr, sehr lange dauern. Und wie hatte ich nicht das Gefühl? Schon wieder diese Ruckler. Naja. Na, ja. So, wohin geht's jetzt? Ladedaten! Ladedaten! Hä? Hä? Ist es da vorne schon vorbei? Oder was? Das kann man fortsehen. Ja, da sieht's noch viel aus. Ja, da ist es sogar schon vorbei. Wir reisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Testkandidat für was? Für was bin ich ein Testkandidat? Ich will es doch endlich mal wissen. Na gut. Das... Ah! Und... Warum ist hier jetzt plötzlich... Hey! Das war aber nicht nett. Das war gar nicht nett. So. So. Das war wirklich gar nicht nett. Dann mache ich da mal ein Portal hin und hier mal ein Portal hin. So, hallo, Würfel. Wohin geht's denn mit uns beiden jetzt hin? Da muss auf jeden Fall so ein Ding wieder hin. Jetzt ist die Treppe wieder da, natürlich. Da hinten ist ein Schalter. Okay, dann gehen wir da mal hin. Ich nehme mal hier eine Abkürzung. Weil Abkürzungen sind gut. Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. So, da öffnet sich eine Tür. Okay. Da waren wir ja hin. Nee, da müssen wir hin und da von dort kommen wir. Sehr, sehr gut zu wissen. So. Wohin geht's jetzt? Was ist hier? Natürlich Gift. Ach, ich liebe Gift. Ich mach mal hier eine Abkürzung. Ist das klug? Das weiß ich nicht, ob das klug ist. Ich hoffe. Okay. Okay. Ich setze mal da das Portal hin. Ach. So. Ah. Warum die Arbeit machen und hier dann rübergehen? Geht auch so. Und? Oh oh. Wie machen wir das denn hier? Ich würde das mal vorschlagen. Hier ein Portal hin. Dann geht es hier durch. Hier durch. Dann mache ich hier ganz schnell ein Portal hin. Autsch! Autsch, das tat weh. Das war unser erster Tod. Aber ein Glück geht es hier ganz schnell weiter. Ist so ein Checkpoint gesetzt worden, also wie sozial. Würde ich schon sagen. Und ich denke mal, ich gehe es jetzt auch ein bisschen anders an. Also. Erstmal mache ich da ein Portal. Dann geht es hier durch. Ich gehe auch hier mal durch. Dann mache ich hier mal ein Portal. Geht da durch. Kommt wieder zurück. Das ist nicht so geplant. Oh, Moment. Moment, das muss doch anders gehen. Das geht doch anders. Ah, ich weiß wie. Ich weiß wie. Das ist aber nicht euer Ernst. Das ist aber nicht euer Ernst. Jetzt machen wir hier eine kleine Abkürzung. So. Und zwar muss da oben so ein Ding hin. Orange ist da oben. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir zurücklaufen. Also orange ist da oben. Orange ist da oben. Orange. Dann müssen wir zurückrennen, zurückrennen, zurückrennen. Immer weiter zurückrennen und zurückrennen. Gibt's nicht mal schneller? Gibt's hier nicht eine Speed-Taste oder so? Jetzt müssen wir doch mal hier rüber. Weil es anders nicht geht. Upp. Und whoop. Dann kurz warten, kurz warten, kurz warten. Und schupp. Und letzter Sprung. Und dann geht es hier jetzt weiter. Kurz warten, bis es aufgelöst ist. So. Guck. Wirklich sehr gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift Yay! Das ist aber nett. Ich find's wirklich nett. So, den Würfel nehme ich mal mit, weil ich gerne Sachen zerstöre. Und da ich ja hier jetzt keine Kamera habe, nehme ich halt den Würfel zum Zerstören.
Ja, und wie es jetzt hier weitergeht. Ach, jetzt bin ich schon reingegangen. Na gut. Dann kurz warten, kurz warten, kurz warten. Und ja, wie es jetzt hier weitergeht, seht ihr am nächsten Part. Bis dahin, viel Spaß euch noch und bye bye.